Willkommen zurück, ihr Panserianer und Ninnen, bei Afterburner Total Verbottet, also eure Burner-Gefechte. Hier kommentiert und schauen wir uns gemeinsam an. Was haben wir denn heute? Heute haben wir den Ism. Hier, ganz Stock. Stockturm können wir erkennen. Hier Riesen, ich gehe mal kurz raus, da so. Riesen-Kommandantenkuppel. Und die Stockgun ist auch drauf. Warum? In deinen Replays sind immer nur total ausgebautete Panzer, wie immer in Uwes Replays hier, ne? Also total ausgebautete Panzer und keine Arti, sonst hätte der das nie geschafft und bla und blub. Aber wer richtet? Uwe. Uwe zeigt uns einen Stockpanzer. Ne, erkennen wir auch gleich an der HP. 1400 hat er nur. Ein ausgebauteter 1500. Rein zur Information. Und drei Artis auch noch im Gegnerteam. Das heißt, in diesem Replay haben wir Stock und drei Artis drin. Natürlich muss man natürlich dazu sagen, als Achter den zu grinden Stock AP mitnehmen bei nur 175 Durchschlagen. Nee, wüsste ich jetzt auch nicht, ob ich es mache, weil bis eh meistens nur Lot. Ja, Traktor, moin, grüß dich. Ja, bis eh meistens nur Lot hier. Und was sollst du mit 175 Pen machen? Ja, auf Weakspot zielen, genau. Ich habe ja so viel Zeit zum Zielen, ne? So, dann haben wir 217 mit APCR und 390er Alpha. 122 mm Geschosse sind es. Und Hö hat er auch nochmal 4 mit. Das sind nämlich 61 Durchschlag und ein 530er Alpha, gerade für Rambam, sehe ich gerade drüben, Skorpion. Die Schüsse passen, der Scout, der freut sich auch und Artis auch. Und ja, wie er sich hier anstellt, schauen wir uns mal gemeinsam an. Ne, und Uwe? Ich weiß, du liebst dieses Spiel. Hinten stehen und schniepen. Egal mit welchem Panzer. Hat eine Aimtime von 15 Sekunden, eine Schussgenauigkeit von 300 Kilometern Abzug auf das angesetzte Ziel. Man trifft nicht, aber man schniebt. Das Schöne ist, dass wir hier sehen, er fährt die 8er, 9er Linie. Wenn man das Spiel gewinnen will, also diese Map, wäre es ganz cool, die zu gewinnen. Links, ihr seht jetzt hier 5-3 Tanku Polsku. Fährt doch wieder zurück. Da stehen sie meistens. Also die Gegner E1, E2 oder F2 und warten und warten. Wenn du hier mit einer gerollten Masse ankommst und da schon mal aufräumst, dann fährst du nachher wieder zurück und räumst deine eigene Base auf. Du kannst von hier den Gegner Cap angreifen, den eigenen Decappen. So, noch kein Artischuss abbekommen bis jetzt. Geht ja gar nicht. Aber hier, Bomberläufer hat schon mal die Gegner-Arti rausgenommen. Gegner-Arti ist draußen. So. Hier ist ihm ausgebaut, 1500. Ne, wenn ihr links unten schaut, 1400 hat der Uwe. Oh, ist ihm und Action X. Ja. Canavon, Axe, Aix, Alex. Progetto, lass den Uwe mal schnell zurückkommen. Okay. Wird der Canavon gerade geblockt vom eigenen Ism? Kann das sein? Ich meine, der ist jetzt nicht mehr offen, aber der guckt auch immer so nach hinten. Lass mich doch durch. So, erster Artischuss kam hierher, Uwe. Der erste Artischuss. Da wirst du wieder deine Freude gehabt haben. Ist im Peak draus, schießt. Nice. Ja, links oben sehen wir noch eine Stock Ism. 1400 HP wieder. Oh, kriegst du da die ganze runter? Bin mal gespannt. Okay, jetzt das Dach oben, Menschen. Jawohl. Ja, bei 122 mm klappt das. Wenn Wargaming ist. Jojo. Reines Achtergefecht. Bin ich ja gespannt. 832 Damage hat er mittlerweile. TP, pass auf. Du siehst da hinten die Camper. Ne? T34-3 und Prot. Rambam war auch noch da. Jetzt aber das Dach. Jawohl, sehr schön. Arti hat auch nochmal einen raufgeholzt. ...396 HP nur noch. Aufpassen, genau. Oh,
Rottentier hat gefressen, sehr schön. Progetto raus. Jetzt sind sie noch zu zweit hier mit zwei Backup und einem Striezel. Oh, ist das eine riesen Kommandantenkuppel, ne? Wahnsinn. Schön ist die Art, die halten hier schön rein. Also helfen wir. Jawohl. Oh, sehr schön. Hätte die Art jetzt nicht auf Progetto geschossen, hätte ich gedacht, dass der vorfährt und auf Uwe jodelt. Weil zwei Schüsse aus dem Progetto, dann wäre Uwe auch Geschichte. Progetto, ich muss eine Art nur anhusten und ist weg. Was macht der T-44 dann? Au. So, Low HP. 53 TP, Suppenpershing da. Die hat einmal. HP, wenn schlecht. Oh. Gott sei Dank nur 30 HP abgezogen. Nochmal auf den Skorpion gewirkt. Oh. 5-3 TP, bleibt doch hinten. Uwe braucht dich als Backup. Oh, okay. Jawohl, nice. Und? Und? Wo schießt er denn? Okay. Er schießt erstmal auf den 5-3 TP. Das ist wieder so typisch, ne? Diese Uwe-Fanboys. Oh, Uwe ist da, die Kiezschelle, auf den schieße ich nicht. Schieße ich mal lieber auf den anderen. Ne? So kann Uwe noch mit 14 HP das Spiel reißen. Wird er wahrscheinlich auch. Gucken wir uns jetzt mal an. Ein Kill hat er 2721 Schaden, 1240 Schaden ermöglicht und 230 Schaden geboost. So, du musst jetzt ja echt, oh Gott, 14 HP. Was machst du jetzt? Wäre cool, wenn die TDs da hinten nicht in der Karl-Linie stehen würden. Und vielleicht wieder HP auch mit einbringen, weil es sind nur noch ein FV, zwei TDs, wo wir wissen, nur die stehen alle drei und zwei Artis. Also Skorpion Su 100, bringt eure HP mal ein, fahrt ein bisschen vor. Dann könntet ihr mal helfen. Ach, das hinten war auch ein Skorpion, gar kein Stufe. Okay, hab nur das S gesehen. Nee. Sehr schön. Drei Schuss auf die Lorraine, was waren's dann? Ja, genau hier, Lorraine schreibt's eh. Arti fehlen. Auf die Lorraine, sag ich schon, auf den Trott. FV ist da, sehr gut. Und nochmal den Trott aufgemacht. Jetzt bloß auf den HE schießenden Rheinmetall. Na komm. Boah, sehr schön. So, ein Schuss. Zwei zweiter rechts. Nochmal den Skorpion warnen, dass da was steht. Schieß blind rein. Frisst nichts. Das bedeutet, er steht schon mal nicht rechts von den Steinen, sondern links. Und das Schießen müsste da ja gespottet worden sein. 496, also Rambam schießt immer noch mit HE. Und Arti müsste von oben kommen, nicht seitlich. Ja. Jetzt hat die Arti geschossen. So, Suppenpershing soll links die Linie drücken. Uwe hat auch schon wieder gesehen, hinten die auf die Base aufpassen. Ne? Skorpion, ganz wichtig. Oh, hier, Klicker, du kannst dich rächen. Komm. Schade. Komm schon. Kleiner Alpha, so ein richtig schön High-Roll, so mit 20, 30 mehr wäre doch schön gewesen. Aufpassen auf den Ramban. Rechts, 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 rechts. Dolores Chababra, Uwe. 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 Rechts von dir. Sehr schön. Ketten, 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 Ketten. Jawohl. Oh,
Sehr schön. Mit 14 HP noch. 3517 Schaden rausgeholt, 1708 ermöglicht. Stock Tanku. Na klar, wenn jetzt viele sagen, nee, APT only, was soll er machen? Wie oft bist du mit einem Achter Top-Tier oder einem reinen Achtergefecht? Wissen wir alle, haben wir alle schon mal durchgerechnet, ausprobiert. Deshalb zu verstehen im Stockpanzer. Und ja, er hat es ja gerichtet, sogar mit drei Gagner-Artis, wovon eine weg war ziemlich schnell. Nee. Steht auch hier: First Game Stock, Ace Tanker, Full Upit Leer. Ne, damit keiner was zu meckern hat, schreibt er gleich an: Full Upit Leer. Was hat er denn bekommen? Hier ein Mainz? Ne? Großkaliber und Konföderate, also mehr Gegnerfahrzeuge beschießen als die eigenen, hat er gemacht. Er hat fünf Panzer geubootet und das in dem blinden Heavy. Wenn ihr auf die grünen, auf den grünen Kreis achtet, den er da hatte auf der Minimap, das ist seine Sichtweite, ne? 1708 Schaden ermöglicht, 230 Schaden geboomt, 6 Module zerschissen, 3517 Schaden selbst fabriziert und ein Panzer zurück in die Garage geschickt. In der T-Arm-Score ist er mit dem Schaden, in einem reinen Achtergefecht. Ja, an erster Stelle. Super, ne? Und 1331 Base XP. An Kreditos gab es ein Minus von 7673. Ich würde sagen, ist gar nicht so schlimm, ne? Wenn du noch einen Credit Booster laufen lässt, wenn du den durchgrindest, machst du sogar noch Plus, obwohl du Full APCR spielst. Super. Ne? Erfahrung gab es 3994 und 198 freie Erfahrung. Warum? Beach Day, Strandtag. Ich würde sagen, danke euch fürs Einschalten, fürs Zuschauen und Kitschelle dir natürlich fürs Einsenden. Wünsche euch wie immer gut Schuss und nur das beste RNG in World of Tanks. Und bis dahin sage ich, ciao.